Du fragst dich jetzt bestimmt, warum sitze ich hier noch in Batumi und nicht in der Türkei, zum Beispiel in Trabzonspor am Strand? Ja, die Auflösung gab es in der letzten Folge und wie es weitergeht mit meiner Reise nach Deutschland mit dem alten Lader, folgt jetzt. Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Ja, wie ihr seht, sitze ich im Hafen von Batumi. Da hinten sind die Container und von dort aus wird auch meine Reise jetzt weitergehen. Denn am nächsten Montag geht die Fähre hier weg von Batumi nach Burgas in Bulgarien. Und warum? Ja, ganz einfach, weil ich heute Morgen nicht mit dem Auto in die Türkei einreisen konnte. Ja, 2 Stunden habe ich diskutiert mit dem Direktor von der Zollbehörde dort, aber nachdem ich alles vorgezeigt habe, war eigentlich soweit alles okay. Er sagte auch, ja, alle Papiere da. Das Einzige ist, du musst für diese Papiere in Armenien amtlich gemeldet sein, also Wohnsitz, Resident. Ich sehe, ja, aber wenn ich doch Residenz dort hätte in Armenien, dann wäre das Auto ja auch auf mich zugelassen und auf meinem Namen und dann hätte ich das ganze Problem ja nicht. Aber das Argument hat dann irgendwie nicht gezählt. So musste ich natürlich schweren Mutes sofort wieder aus der Türkei ausreisen, in Georgien einreisen. Das Schöne an Georgien, die waren total freundlich. 5 Minuten später war ich wieder in Georgien drinne. War überhaupt kein Problem. Naja, ich bin jetzt wieder zu meiner Unterkunft gefahren, habe Wim abgestellt und habe jetzt mich um ein Fährticket gekümmert, das mich halt, wie gesagt, jetzt hier von Batumi nach Burgas in Bulgarien bringt. Nächsten Montag geht's los, irgendwo da hinten. Ich habe keine Ahnung. Das nächste Abenteuer steht bevor. 3 Nächte und 3 Tage über das Schwarze Meer bis nach Bulgarien. Ich bin gespannt, was wird und wie die Fähre auch wird. Da wird kein Luxusdampfer werden, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, vielleicht fragt sich der eine oder andere zu den Kosten. Die Kosten für die Fähre betragen 520 Euro für das Auto und 200 Euro für mich als Person. Ich muss das auch in Euro bezahlen hier, weil die Fährfirma ist eine bulgarische, das heißt europäische, und die wollen Euro sehen. Das heißt, das muss ich noch tauschen irgendwie, am Geldautomat ziehen, einen Euro tauschen. Das gibt noch ein kleineres, größeres Problem oder Arbeit, wie man das nennen mag. Aber auch das werde ich hinbekommen. Und dann geht's los. Ja, was wären die Kosten gewesen, durch die Türkei zu fahren? Das kann ich nicht so genau sagen, denn ich hätte es nie in 3 Tagen und 3 Nächten geschafft mit dem Auto. Beim Benzingeld, das wären so 1300 Kilometer, 1400 Kilometer gewesen. Meistens kommen ja doch immer ein bisschen was dazu. Auch das kostet Geld. Es wären auf alle Fälle bestimmt so 10 Übernachtungen gewesen. Die kosten auch Geld. Essen und Trinken muss ich noch während der ganzen Zeit. Hätte auch Geld gekostet. Bei der Fährfahrt ist zumindest mal das Essen dabei, die Übernachtung. Und somit gehe ich davon aus, ja, ach so, übrigens noch die Autoversicherung für die Türkei, die hätte ich für 3 Monate abschließen müssen. Die entfällt ja jetzt auch. Also im Großen und Ganzen denke ich jetzt nicht, dass es für mich wesentlich teurer geworden ist, dafür, dass ich jetzt mit dem Schiff die Türkei umfahre. Aber ist auch Geld und summiert sich. Naja, aber das habe ich vorher gewusst, sonst wäre ich nicht auf Reisen gegangen. Ja, jetzt sitze ich halt hier, warte noch bis Montag
und bin gespannt, was die Folge auf dem Schiff und auf der Fähre noch so bringt. Ja, hinter mir seht ihr das Büro, wo ich meine Fahrkarte oder meine Fährkarte gekauft habe. 520 Euro für Wim, das Auto, und 200 Euro für mich. Es geht 60 Stunden, so circa 3 Nächte, so genau weiß man es nicht. Ja, er sagt, es ist viel los, es dauert, wird erst spät in der Nacht wohl was passieren, dass wir los können. Und naja, ich habe mich von Batumi jetzt mal so verabschiedet. Ich werde jetzt mit Wim zum Hafen runterfahren, gucken, dass ich ihn da abstellen kann. Und dann laufe ich zu den schönen Fischrestaurants in der Nähe und werde nochmal schön Fisch essen. Danach geht es an den Hafen und dann warte ich, bis er anruft, damit es auf die Fähre geht. Irgendwie ist die Straße zum Fährterminal im Bau oder ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle geht es hier über diese krasse Pulperstrecke. Und wir fahren noch 40 Tonner drüber. Allerdings haben die mehr Bodenfreiheit als mein Wim. Aber es geht ganz gut. Und jetzt geht's Richtung Fähre. Da drüben liegt sie schon, ich kann sie sehen. Aber es stehen immer noch so viele LKWs drauf wie heute Morgen, als ich schon mal vorbeigelaufen bin. Und ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Nachdem ich Wim am Parkplatz am Hafen abgestellt hatte, ging ich noch einmal zu einem anderen Fischrestaurant, einige Meter hinter dem Fischmarkt. Da war ich ja bereits schon mal, als ich Wim zur Reparatur abgegeben hatte. Aber das hast du bestimmt schon in der Batumi-Folge gesehen. Nachdem ich lecker gegessen hatte, bin ich wieder zurück zum Auto und ab hier wurde es zäh. Denn eigentlich sollte es nach 18 Uhr losgehen mit der Abfertigung und dem Boarding. Ab 19 Uhr kamen immer mehr Autos mit den Fahrern
und um 22 Uhr waren dann so gut wie alle Fährgäste vor dem Hafentor zur Zollzone. Aber keiner hatte einen Anruf von dem Mitarbeiter der PBM Black Sea Ferry Service bekommen. Das Warten am Hafen wurde langsam anstrengend. Es wurde dunkel und es begann zu regnen. Gegen 2 Uhr morgens kam dann ein Anruf. Gegen 3 Uhr ging es dann auf die Fähre. Nachdem das Auto geparkt war, ging es auf Deck zum Einchecken. Nachdem die Kajüte bezogen war, sollte der Zoll irgendwann noch kommen, damit die Ausreise in den Pass eingetragen wird. Der Zoll kam gegen 5 Uhr und abgelegt haben wir kurz vor 7 am nächsten Tag.
Es wird Zeit, mal ein kleines Fazit zu meiner Fährfahrt zu geben. Ja, also die Fährfahrt dauert ca. 46 bis 50 Stunden. Jetzt steht in der Kantine dran, morgen früh 7.30 Uhr Frühstück, 8.30 Uhr Zoll, also Passport. Ergo werden wir wohl dann dort sein, wenn der Zoll kommt oder die Einreise stattfindet. Ja, und wie war's? Ich würde mal sagen, der Anfang war ziemlich schleppend, denn wir sind um, würde sagen, 3 Uhr nachts ungefähr auf die Fähre dann mal draufgekommen. Wir haben ewig lange abgeladen. Das liegt daran, dass in Batumi für die LKWs kein Platz ist. Das heißt, da kann immer nur einer nach dem anderen runterfahren, abgefertigt werden. Und bis dann die Fähre leer ist, das dauert ewig. Okay, das war wohl der Grund, warum das dort so lange gedauert hat, bis wir drauf konnten. Dann waren wir so um 3 Uhr drauf und gegen 5 kam dann auch der Zoll zur Ausreise und um 7 morgens sind wir dann abgelegt. Ja, die Hälfte habe ich jetzt rum oder sind wir schon ja, locker drüber. Und mal kurz ja, mein kleines Fazit. Die Betten sind eigentlich ganz gut, die Kabine auch. Am besten die Tür auflassen, wenn nicht viel los ist, dann ist die Luft in der Kabine auch besser. Und zum Essen, es gibt 3-mal am Tag was zu essen. Die Wurst sieht nicht ganz so lecker aus in der Regel. Mittag und Abendessen war jetzt bis jetzt auch eigentlich immer gut. Ich denke mir, dass Vegetarier auch ganz gut wegkommen. Einfach sagen, hier, ich esse kein Fleisch. Und dann kriegt man bestimmt mehr Pommes oder irgendwas. Es gibt auch eine Suppe und einen kleinen Salat. Also verhungern tut man nicht. Und ich fand eigentlich, das Essen habe ich mir schlimmer vorgestellt. War eigentlich ganz gut. Getränke sollten man sich mitnehmen. Es gibt zwar einen großen Wasserbehälter, wo man kaltes und warmes Wasser rausholt. Da habe ich immer meinen Instant-Kaffee gemacht. Und ja, im Endeffekt ist es eigentlich recht super. Wir haben jetzt auch noch schönes Wetter. Die ganze Fahrzeit war eigentlich auch das Meer total ruhig, wie ein Kinderpopo, so glatt, kann man eigentlich sagen. Wir haben auch mal ein paar Delfine gesehen, die vorbeigesprungen sind an uns. Ja, das war auch ganz nett. Jetzt ist es im Moment total sonnig und warm und auch sehr schön und angenehm. Und ja, wie man sieht, die Fähre hinter mir, sie ist halbwegs leer. Und also ich fand es auf alle Fälle cool. Es ist halt keine Fähre wie jetzt zum Beispiel von Italien nach Griechenland. Es ist halt komplett anders, aber voll und ganz okay. Wer also nicht durch die Türkei fahren kann, so wie ich oder möchte, der nutzt einfach die Fähre und fährt dann nach Bulgarien. Ja, jetzt heißt es noch die letzte Nacht rumzubekommen und den letzten Abend. Am besten einfach ein bisschen Videos mitnehmen, auf dem Computer anschauen oder auf dem Tablet. Ich habe ein bisschen Fotos sortiert noch und bin eigentlich jetzt zufrieden, wenn wir dann auch ankommen.
Was erwartet dich in der Folge 17? Bulgarien. Das Schwarze Meer ist überquert. Wim und ich meistern die Einreise nach Bulgarien. Die Fahrt geht nach Plovdiv, aber auf dem Weg machen wir einen Abstecher zu dem verlassenen Raumschiff Bulgariens, dem Socialism Monument Bulucha. Dir hat das Video gefallen? Dann freu dich auf das nächste. Lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Das ist völlig kostenlos und hilft mir weiter.